Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflippers. Ich muss jetzt nur noch diesen Raum machen, habe ich gerade bemerkt. Naja, den hätte ich dann auch noch in der letzten Folge hinbekommen, aber egal. Schmaler Vorhang zum Einbauen. Als wenn das nicht schon hässlich genug aussieht. Okay, ich hätte eine andere Farbe nehmen können. Anstatt Cyan. Und breiter Vorhang zum Einbauen. Aber jetzt sogar richtig montiert. Okay, ich glaube, man hätte es gar nicht anders montieren können. Ich finde es schön, dass man für das gleiche Gewicht ausgelegt, also dass der Breite für das gleiche Gewicht ausgelegt ist wie der da. Für Jungs? Ach du Kacke. Ist schon toll. Und jetzt Regal Karl. Den kann man da hin machen. Und doppelte Kommode mal. Da die doppelte Kommode. So. Und jetzt ein Buffet mal. Was war das? Dann das da, ja genau. Und die PCs können da jetzt auch mal aus der Ecke. Ich frage mich, wieso ich die nicht verkaufen darf. Naja, die haben schon ihre Gründe. Okay, man hätte vielleicht in der gleichen Farbe kaufen sollen, egal. Kindertisch, Mam. Und ein Kindertisch, Mam. Und 8x Kinderstuhl. Ach ja, weil ich mal wieder nicht weiß, wohin mit den Kinder-Dingern hier. Erstmal alles hier hinstellen. Und dann später auch woanders hin machen. Aufbewahrungskiste. Okay, wir können die hier rein. Ich weiß, wo die hin müssen. Haha. Und nur drei davon. Okay. Computertisch. Jetzt weiß ich, warum die Computer nicht weg sollen. Jetzt schon wieder versetzen. Mach den einfach mal hier hin. So. Kann man die hinlegen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Kann man den noch weiter nach hinten machen? So, jetzt sind sie sogar gleich. Ich muss mal wieder hier die Gamma ein bisschen runterstellen. Oder Helligkeit, wie es hier heißt. So. Teppichgrüne Blume. Oder Blumen, wie man es auch mal sagen möchte. So, jetzt hier fasst es nicht hin. Okay. Ich mach das eh nochmal ein bisschen anders dann. So. Und nochmal Aufbewahrungskiste. Warum habe ich die vorhin nicht einfach genommen? Oder warum wurde die vorhin nicht mit aufgeschrieben? So rum. Schaumbox für Kinderbrücke. Okay, was auch immer für eine Brücke. Schaumbox für Kinderbrücke. Ja, finde ich auch. Schaumbox für Kinder. Nee. Mensch, Schaumbox für Kinder. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen spielen. Noch eine Schaumbox für Kinder. Und darauf kommt dann
die Brücke. Ja, okay. Passt. Ist jetzt zwar noch nicht ganz toll, aber egal. Grüner Klotz. Roter Klotz. Klotz. Es gibt gar keinen roten Klotz. Roter Klotz Dreieck. Okay. Man sollte auch lesen. Und ein Klotzbrücke. Da ist eine Klotzbrücke. Und Pyramide. Und zweimal Hase. Und einmal Teddybär. Nicht Reddybär, Teddybär. Und das wäre es dann auch damit gewesen. Fertig. Das und jetzt noch das Ding hier hin. So, dahin und der zweite Tisch kommt hier hin. Und dann das ist immer noch das, wenn man mit Shift nach rechts geht, dann geht es nach links. Und wenn man das ohne Shift drückt, dann ist es, wenn man nach links dreht, dann dreht es auch nach links. Oder auch andersrum, aber egal. Wenn man gerade halt mit Shift einmal dreht und dann mit dem anderen, ist es schon echt blöd. Das Schöne ist, man muss da noch nicht mal ordentlich hier alles hinstellen, weil für die Kinder ist das so egal. Die spielen damit auch, wenn es nicht ordentlich ist. Ich würde es jetzt auch noch da hinstellen, aber es sind so viele Einzelteile. Königliches Blau muss ich jetzt benutzen als Farbe. Königliches Blau, genau, da ist es. Und heller Pfirsich, was ich immer noch nicht schön finde. Und Pastellrosen. Genau. Nicht verkaufen, benutzen. Erstmal hier die eine Seite. Stimmt, ich kann jetzt vier Wände gleichzeitig bemalen. Auch wenn die Farbe dafür immer noch nicht reicht. Mache ich mal die komplette Seite damit. Und dann eine Seite mit dem hier. Ach komm, jetzt mal endlich. Ist blöd mit dem Vorhang. Man hätte vielleicht erst malen sollen und dann den Vorhang machen sollen. Aber naja. Ich mache jetzt die komplette Wand erstmal damit. Und dann die hier letzten beiden Wände mit dem Blau. Weil die schöner ist, das Blau. Da habe ich vergessen zu malen. Und da habe ich auch vergessen zu malen. Na gut, wirklich schön ist das jetzt auch nicht, aber es ist immer noch gut. Besser als die anderen. Es sind irgendwie so komplett stumpfe Farben. Überhaupt nicht farbenfreudig. Tut mir leid, ich bin in Kunst so sogar der schlechteste Schüler, den es gibt. Aber ich habe eh kein Kunst mehr, seitdem ich in der 10. bin. Man konnte sie abwählen. Dafür habe ich jetzt Kunst und DS, also darstellendes Spiel. Informatik. Warte, was? Habe ich gerade Kunst gesagt? Ich meinte Informatik und darstellendes Spiel. Info habe ich ab morgen wieder, also Montag. Und DS hatte ich am Freitag war es, glaube ich. Oder Donnerstag. Ist nicht ganz so mein Fach.
Aber naja, war erst die erste Stunde oder die erste Doppelstunde. Gut, dann hiermit bin ich fertig. Ja, und dann Enter beenden für 17.500 Euro. Aber hat jetzt auch schon wieder 10 Minuten gedauert. Jetzt kann man sich mal die neuen Häuser angucken. Verkauft. Ja, leider kann man sich die nicht mehr angucken. 19 Häuser sind noch da. Ich frage mich, ob danach noch neue dazukommen. 176, also ich kann mir das Haus hier kaufen. Danach kann ich zwar nicht mehr renovieren, weil ich kein Geld habe, aber ich kann es mir kaufen. Kann man ins Minusgeld eigentlich rutschen? Wäre schon interessant zu erfahren. Ich frage mich, ob man hier verkaufte Möbel, eingekaufte Möbel, Renovierungskosten. Renovierungskosten plus 23 Cent. Geil. Gereinigte Verschmutzungen. Dabei sieht es jetzt gar nicht mehr ganz so schlimm aus. Kann man die Bilder da eigentlich drin ersetzen? So, jetzt kann man ja hier auf Kamera gehen und ein Bild machen. Kann man jetzt hier, wenn man da im Besitz ist, kann man die hier irgendwie ändern? Nicht, dass ich wüsste. Schade. Ein einfaches und kleines Haus in einer schönen Gegend. Es besteht aus einem Wohnzimmer und einem Badezimmer. Dieser Ort war einst ein Lager für Werkzeug. Später wurde es zu einer provisorischen Wohnung umgestaltet. Noch später wurde es zu einem niedrigen Preis verkauft, deswegen habe ich es auch erworben. Klein, aber mein. Daher brauche ich auch jemanden, der mir beim Umbau hilft. Okay. Kommt schon hoch hier. Ich muss mal kurz. Warte. Escape, genau, Escape. Die weiße Farbe hier kann ich endlich mal verkaufen. Und ich mache hier mal eine Wand rein, die ich danach direkt mal abreiße. Und abgerissen. Abgerissen. So, jetzt habe ich hier nämlich bei Bauen etwas. Bauen geht um 50% schneller, genau. So, ist hier fertig? Ja, hier ist fertig, genau. Ich würde ja eigentlich direkt die Folge jetzt beenden, aber es sind irgendwie nur 13 Minuten. Naja, mal gucken, was ich als nächstes für ein Haus kaufe. Es kann ja kein zu teures Haus sein, aber es kann halt auch. Ich möchte mal halt nicht mal so ein billiges Haus nehmen. Ich schätze mal so, wenn ich davon ausgehe, dass ich etwa 50.000 dafür behalten möchte, dass ich renovieren kann. Kann ich mir schon mal so das nehmen. Oder auch das könnte ich nehmen. Rosa Königreich. Habe ich meinen Folgentitel rausgenommen aus dem Namen. Mit meinem blauen Königreich. Das muss ich draußen zumindest nicht mehr putzen laut den Bildern. Oh, das ist ja komplett rosa. Aber da ist doch nichts mehr zu machen. Das ist doch komplett fertig so. Unglaubliches Angebot. Der Star Bonnie B verkauft sein außergewöhnliches Haus zu seinem einem sehr guten Preis. Ja. Ich werde es nicht kaufen, weil da drin ist ja schon alles fertig. Das Haus wurde zur Renovierung gekauft. Der jetzige Inhaber hatte keine Zeit, um sich dessen anzunehmen, deswegen er nun einen Käufer sucht. Der Preis ist endgültig und kann nicht verhandelt werden. Ja, okay. Na gut, dann weiß ich ja schon, was ich nächste Folge mache. Gut. Solange ich es nicht bis zur nächsten Folge vergesse, denn ich werde jetzt erstmal nicht weiter aufnehmen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.